Ja, wir grüßen mal wieder aus unserer Kabine und haben heute einen Spieler dabei, der natürlich bei den Dresdner Eislöwen bestens bekannt ist. Steven Ruprecht als Kapitän die Mannschaft aufs Eis geführt und wir freuen uns sehr, dass er natürlich auch in der nächsten Saison den Dresdner Eislöwen treu bleiben wird und wir freuen uns natürlich, dass er heute unsere Rede und Antwort steht hier in der Kabine. Steven, zunächst natürlich die Frage an dich. Du hast ein Jahr verlängert in Dresden. Was hat den Ausschlag dafür gegeben? Ja, ich spiele einfach ungeheim gerne hier. Habe mit Stolz dieses Trikot getragen und bin froh, das auch weitermachen zu dürfen. Wenn du nochmal auf die letzte Saison zurückblickst, was ist an Höhen und Tiefen dir in Erinnerung geblieben? Ja, wir hatten eine relativ vernünftige Anfangsphase, aber ein viel zu langes Loch dazwischen, wo wir nicht so richtig in Tritt gekommen sind, wo wir einfach die Punkte nicht geholt haben, auch teilweise gut gespielt haben, uns aber einfach nicht konzentriert genug die Punkte erarbeitet haben. Und zum Ende hin dann mit dem Bill, natürlich hat man nochmal alles, das Schiff mal ein bisschen rumgerissen, das Ruder rumgerissen. Da haben wir die Leistung gemacht, die in der Mannschaft drin steckte. Und ich glaube, das Niveau, was wir von Anfang an erwartet haben, da auch bestätigt. Du hast bis Stuart gerade angesprochen, wie wichtig war denn dieser Trainerwechsel, dieser Schritt zum Jahreswechsel auch, einfach ein neues Zeichen zu setzen? Ja, ich glaube, dass er einfach diese Mentalität mitgebracht hat, die die Mannschaft gebraucht hat. Einfach dieses schnelle Eishockey, dieses temperamentvolle, was in der Mannschaft drin war, dann auch rausgekitzelt hat mit seiner Art und auch mit seinem Know-how, was er einfach mitbringt. Das hat der Mannschaft gut gestanden. Wir haben damit Erfolg gehabt. Mal gucken, wie es weitergeht. Jetzt hast du dich leider verletzt in Bremerhaven in der Playoff-Phase. Musstest dann zuschauen, wie schwer war das eigentlich für dich als Kapitän, auf der Tribüne sitzen zu müssen? Ja, ich bin ein fürchterlicher Zuschauer. Bin im Spiel selber eigentlich eher weniger nervös, aber wenn ich da oben meinen Jungs zugucken muss, da geht mir schon ganz schön die Pumpe. Haben sie aber gut gemacht, von dem her hatte ich da weniger zu meckern. War schön anzusehen, aber für mich natürlich mit viel Schmerz verbunden. Wie sieht es mit deinem Knie aus? Geht's voran? Konntest du schon wieder einzelne Trainingseinheiten absolvieren für dich persönlich? Ja, ich trainiere eigentlich ganz normal, bis auf jetzt, was das Knie belastet. Also Laufen oder Kniebeuge muss ich noch ein bisschen warten. Ansonsten kann ich aber schon mal ein bisschen anfangen. Wie sieht dein Sommer sonst aus? Wir werden großteils in Dresden bleiben. Wir werden natürlich die Familie besuchen gehen in Berlin. Ich habe noch ein bisschen was auf Rügen. Und dann werden wir vielleicht noch mal eine Woche Mallorca ranhängen, so ein bisschen entspannen mal am Strand. Aber ansonsten ist für mich natürlich Training das A und O. Viel Zeit mit der Familie verbringen. Ein paar Jungs sind ja auch noch in Dresden, dann werden wir ein bisschen Spaß machen. Was macht man jetzt besonders im Sommertraining oder gerade jetzt in der Phase, wo quasi noch kein geregeltes Training stattfindet, wo jeder auf sich persönlich gestellt ist? Wie sieht dein Plan da aus? Bei mir ist meistens so die Anfangsphase, so die ersten 2-3 Wochen so ein bisschen die Knochen heilen lassen, was über die Saison so alles angefallen ist. Und dann geht es wieder langsam los, so wieder ein bisschen Muskelaufbau, ein bisschen alles wieder in Form bringen, die Kondition wieder in Tritt bringen. Wenn man jetzt mal 2-3 Wochen Pause macht, dann muss man da wieder fast von neu anfangen. Aber es geht recht schnell und ich bin es ja auch schon eine Weile gewohnt. Ja, Steven, wir freuen uns sehr, dass du weiterhin hier in Dresden bleibst. Wir wünschen dir einen schönen Sommer und deiner Familie und freuen uns dann natürlich, wenn es wieder losgeht hier in der Energieverbund Arena und wenn dann hier in der Kabine wieder richtig was los ist. Viel Spaß.